Hallo Leute, willkommen beim Nisch Vogelschwarm. Dies ist Teil 78. Ja, es sieht so aus, als wären alle Hunde müde. Darum mache ich mal einen neuen Tag. Naja, hier sind nicht alle Hunde müde, aber das sind welche, die auf die Kinder aufpassen oder auf ihre Schwangerschaft warten. So, hier haben wir ein neues Baby bekommen. So, gucken wir doch mal. Mit Schnurrgesicht. Ja, ja, hurra, hurra, hurra. Das ist ja toll. Da mache ich jetzt gleich mal einen Screenshot. Darauf habe ich ja gewartet. Super gut. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. Hier könnt ihr es sehen. Sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Und hat auch die Eigenschaften von einer Katze. Kann nämlich schnurren, wenn es neben einem kranken Nischling sitzt, der hier schon irgendwie viel Energie verloren hat, kann durch dieses Schnurren der andere geheilt werden. Und das ist nicht einfach nur so ein Fantasiegespinst, denn Forschungen haben herausgefunden, dass durch das Schnurren von Katzen zum Beispiel verletzte Knochen schneller heilen oder sowas. Also wenn man irgendeine Verletzung hat oder so und man hat eine Katze, dann ist es gar nicht schlecht, wenn die Katze sich auf die Verletzung sitzt und dort schnurrt. Dann heilt das schneller. In echt? Ja. Und die Macher von Nisch, da ist ja die Philomena, die ist unter anderem Biologin und die weiß das natürlich. Und darum hat die auch dieses Schnurrgesicht erfunden, nehme ich an. Aber ist ja logisch, dass die das weiß, sonst hätte die das ja nicht gemacht. Okay, also Nuku ist ein Männchen, den nenne ich jetzt mal um. So, jetzt bin ich ganz verwirrt und aufgeregt. Den nenne ich einfach mal Kater. So. Gut. Also, unser Katerle. Was hat er denn sonst so für Fähigkeiten? Kann sammeln, kann ein bisschen Nüsse knacken, ist nicht sehr stark, aber immerhin, dank der Hörner, wird mit 3 Geschwindigkeit laufen können und auch ein bisschen schwimmen. K und I, ich glaube, das ist häufig in diesem Stamm. Aber das finde ich jetzt ganz, ganz super. Hat natürlich nur einen Flügel, das ist ein Nachteil, aber... Ja, meine Güte, ein Schnurrgesicht, das habe ich mir ja so gewünscht. Ich nehme an, das kann man sich jetzt auch wahrscheinlich hier wünschen, die Schnurrschnauze, oder? Nee. Geweih, Schnabeltierschnauze, Giftzähne, Schnurrschnauze. Ah, ausführen, lecken. Okay, da müsste man irgendwo hingehen, wo man oft lecken muss. Da müssen wir 30 Mal lecken, um das durch im Mutationsmenü zu haben. So, aber wie war das hier? Rela, über die habe ich mich ja extra gefreut, weil sie eine inaktive Schnurrschnauze hatte. Und wie kommt es, dass die bei dir aktiv ist? Wegen der Beriena-Schnauze, die inaktiv ist. Das heißt, die Schnurrschnauze ist dominanter als die Beriena-Schnauze. Und darum konnte diese Schnurrschnauze jetzt in Erscheinung treten. Super, ich bin begeistert. Wer war nochmal dein Vater? Nukuwan. Ah, hier unser Wunderbarer. Den finde ich herrlich. Der sieht irgendwie so prachtvoll aus mit seinen Flügeln und ganz in Schwarz und den Hörnern und so. Wisst ihr was? Ihr macht jetzt gleich noch ein Baby. Jetzt bin ich so begeistert. Hm. Tja. Haben wir hier irgendwelche Vögel sitzen? Nee. Okay, dann hüpfst du mal gleich hier zum nächsten Nest. Oder eigentlich könnte sie in das Nest hüpfen. So, und du hüpfst hier nebenhin.
Und wunderbar, schon ist das nächste Baby in der Mache. Und du kannst dir hier zur Stärkung ein paar Beeren sammeln. Und du sitzt du neben unserem Katerle? Nee, nicht ganz. Aber das könntest du tun. Ah, du passt hier auch auf dieses Baby auf. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Dann, Papa, würde ich sagen, fliegst du mal zu deinem Sohn, auf den du sehr, sehr stolz sein kannst. Unser erster Heiler. Super gut. Ja, und oh, Rana wird nicht mehr lange leben. Mal gucken, ob es hier was zu graben gibt. Nein. Dann bleibst du hier einfach sitzen, passt auf dein Baby auf, das hoffentlich in der nächsten Runde groß genug ist, um ohne dich auszukommen. Und vielleicht könntest du mal aus dem Nest hupfen. So. Jetzt. Oh, und du bist hier auch ganz allein gelassen. Du Kwangku. Das ist aber garstig von mir. Weil ich glaube, vorher war der Papa bei dir, nicht wahr? Ich guck mal. Auch mit einem Flügel? Nee, hier. Papa wollte ich wissen. Ja, das ist auch Nukovan und Rela. Okay. Ein Bruder von Kater. Sie ist ganz allein. Vielleicht kannst du mal hier zu ihm gehen. Ich denke mal, die Gefahr ist zwar gering, aber sicher ist sicher. So, du bist jetzt schon etwas größer geworden. Wie gut kannst du denn kämpfen? Ganz hervorragend. Wenn du dich jetzt ganz, ganz leise anpirschst, kannst du vielleicht diesen Maulwurf jagen. Sehr gut gemacht. Super gut. Ja. Ach, und mein Fliegenpilzchen. Kannst du mal rufen und sammeln? Tja, eigentlich könntest du auch das Kaninchen jagen. Mach das mal. Und kannst ja wieder drauf auf den Baum. Also nicht jetzt in diesem Zug, aber im nächsten. So, hier gibt's noch ein Kaninchen. Wunderbar. Und du kannst hier erstmal deine Beute einsammeln. Ja, und auf die Maulwürfe kann man nicht einfach so flieghüpfen. Dann bleibst du da mal sitzen, vielleicht finden wir ja noch Beute für dich. So, hier haben wir unsere älteren Wasserkämpfer. Oh ja, wahrhaft älter. Schauen wir mal. Ja. Ihr bewegt euch mal alle wieder in die Richtung. Oh, hier sind Fische. Da. So. Da ist noch ein Fisch. Oh, hier sind mehrere. Super. Super. Ja. Oh. Und Tavan hat einen Blutegel und blutet schon. Da können wir dann unseren Heiler gut gebrauchen, wenn hier es dann die Verletzung ist, dann muss Tavan zum Heiler gehen. Ja, du könntest hier schon mal in die Richtung wandern, damit du dann irgendwann beim Heiler ankommst. Ein fliegender Heiler wäre natürlich das Allerbeste. Also wenn der zwei Flügel hätte und dann ja zu weit entfernten verletzten Nischlingen fliegen könnte. Ja, und du kannst fliegen und tauchen. Jetzt gucken wir mal. Tavan wird sich wahrscheinlich zu euch gesellen, wenn der wieder geheilt ist. Ja, bleibt ihr hier erstmal in der Region. Aber irgendwann müssen wir ihnen auch mal die Gelegenheit zum Tauchen geben. Also, ich würde sagen, gehen wir jetzt doch ein bisschen weiter weg. Da. Die können ja nicht angeln. Ich glaube, beide können nicht angeln. Nee.
Die können höchstens Fische aufstöbern. Ist ein Jammer. Fliege zum Fisch und fange ihn. Dürfte auch kaum je funktionieren. Ja, das ist irgendwie bei der Zucht ziemlich schief gegangen, als unsere einzigen Wassernieschlinge ohne Angelfähigkeit geboren wurden. Aber wir üben ja noch. So, jetzt. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Keine Beeren mehr zu sammeln, dann gehen wir hier hin und gras noch ein bisschen ab. Und hier kann man schön Nüsse knacken, wunderbar. Ihr seid alle weitgehend fertig, ihr auch. Irgendwo waren noch welche. Ah, du wartest noch auf Kaninchen in deinem Umfeld. Flieg doch mal vorsichtig hier hin. Oh, Pech gehabt. Ja. Ja, dann warten wir nochmal. Na, das waren sie schon, ja. Okay, dann machen wir mal einen neuen Tag und hoffen, dass das nächste Baby auch wieder ein Schnurrschnauzenbaby wird. Das wäre doch toll. So. No, kein Schnurrschnauzenbaby. Wollen wir es dann nochmal probieren? K und I. Ich meine, dann haben wir vielleicht zu viele Geschwister. Was ja auch nicht so toll ist. Aber es wäre schon ganz gut, wenn wir mehrere mit Schnurrschnauzen-Genen im Stamm haben. Gucken wir mal, was er sonst so hat. Ist ja ein guter Nischling geworden. Hat aber gar keine Schnurrschnauzen-Gene. Wir sollten es also echt auch mindestens noch einmal probieren. Auch wenn wir dann zu viele Verwandte kriegen. Ja, hier alles ganz normal. Logischerweise einflüglich. Das werden alle Kinder von diesem Paar werden. Ich könnte höchstens bei ihm wünschen, dass er Klauen oder sowas hat. Oder bei ihr, dass sie Flügel kriegt. Eher so rum. Ja, eher so rum. Angeln. Ah ja, der könnte das Angelteam verstärken. Was anderes wird ihm auch nicht übrig bleiben. Okay. So. Jetzt hüpfst du mal hier in dieses Nest und wir gucken mal, ob wir noch was wünschen dürfen. Nee, wir haben schon viel gewünscht. Wie sieht's denn mit seiner Blutgerinnung aus? Die ist okay. Fruchtbarkeit ist auch okay. Wie ist es denn mit deiner Blutgerinnung? Auch okay. Na, das hat wenigstens geklappt. So. Und haben wir bei dir schon alles gewünscht? Nee. Gut, da wir bei ihr keine Flügel wünschen können, wünschen wir jetzt bei ihm Krallen. Ja, da kann man zwei mit angeln. Ich denke mal, Krallen sind ganz gut. Okay. Und jetzt fliegst du zu deiner Holden. Und ihr kriegt nochmal ein Kind. Und dann muss ich auch nochmal andere Kinder kriegen von Paaren, die andere Immungene haben. So. Und wer käme da in Frage? Die haben ja, mal gucken, was die so zusammen haben. H und I, K und E. Wir haben jetzt mehrmals K und I gekriegt und du hast E und H. Ah, ganz anders. Ist aber auch ein Männchen. Ja, gut. Dann habe ich so ungefähr einen Überblick. Meko hat auch ein K drin. Naja, immerhin die beiden. Die könnten miteinander, wenn sie denn mal groß sind. I und H. Auch ein Männchen. Ah, hier. Haben wir da noch eine Partnerin zu dir? Wahrscheinlich nicht. Oh, diese da habe ich vergessen zu machen. Die hocken hier so im Gebüsch drin.
Aber gut, deren Aufgabe ist jetzt auch nicht essentiell. Dann wird halt etwas langsamer gegraben, freigeräumt. Das ist verschmerzbar. Wo ist denn das Kaninchen hin? Oh. Na gut. So. Nun, mehr Reis könnte zu unserem Heiler. Ja, ach, du solltest vielleicht auch einfach mal ein Schrittchen aus dem Nest raus. Dann wirst du schneller groß. Und du gehst auch mal zu deiner Familie. So. Dann kannst du einer anderen Tätigkeit nachgehen. Tja. Hier diese Dinger mal weggrasen, weil die irgendwie irritieren. Und du sammelst hier mal das Fleisch ein. Und hier abgrasen. Jawohl. Nüsse knacken ist immer gut. So. Ja, und mit dem Hinterkopf denke ich auch schon auf die an die nächste geplante Reise. Aber ich denke, es macht Sinn, dass wir hier erstmal eine neue Generation heranzüchten und die auch aufwachsen lassen, zumindest teilweise, bevor wir auf die Reise gehen. Und es wäre natürlich, Wassergene, I und C, E und C. E und C, ja. Da jetzt noch ein bisschen Angelfähigkeit rein. Wer kann denn gut angeln? Reißme hat auch ein E, das ist nicht gut. Könnte aber mit dem anderen. Kann die angeln? Nö, auch nicht. Kuhwankier kann ein bisschen angeln, ist aber ein Männchen. So, das sind hier beides Männchen. Oh, hier ein geflügeltes Männchen. Das wäre natürlich schon toll. Wenn wir für dich ein Weibchen finden, das dir Angelfähigkeit verhilft. Was haben wir denn hier für Wünsche? Wir wünschen dir mal ein Anglerschwanz. So. Und ja, das würde ja schon reichen, ein Anglerschwanz. Weil wenn wir ihm jetzt andere Hände wünschen, welche mit denen er angeln kann, das nützt dann ja gar nichts, dann kann er nicht mehr fliegen. Also die Kiemen wollen wir beibehalten. Aber vielleicht noch ein Wasserkörper dazu. Dann, je nachdem, was vererbt wird, Wasserkörper oder Kiemen können beide im Wasser tauchen und so. Gut. Ja, Kuwan kann sonst gar nichts. Kann einfach nur fliegen und tauchen, was ja fantastisch ist, aber tja, I und C. Ein Weibchen, das zu I und C passt. Und am besten einen Flügel hat. Lanais käme in Frage. Haben wir hier schon was mit der Fruchtbarkeit gewünscht? Ja. Lanais, wir haben gerade für dich einen potenziellen Partner gefunden. Ist auch lustig gescheckt. Dann machen wir hier mal. Links orange, ich hoffe, das habe ich jetzt noch nicht. Und links orange und lassen die so schnell wie möglich Kinder kriegen. Gut, es geht also wieder in Richtung zurück. Ja, ich lasse die jetzt hier einfach mal so rumrennen und Kuwan soll natürlich am Land. Oh, guck mal, er kann es direkt dahin.
Dann können die gleich im nächsten Zug Kinder kriegen. Er kann sie sogar schon befruchten. Ohrflügel sind so praktisch. Gut, aber sie kann natürlich jetzt noch nicht zum Nest hüpfen. Aber ansonsten... Okay, und du bist auf der Reise zur legendären Heilerin. Da lassen wir deinen Kumpel einfach mal mitkommen. So, damit du auch schneller vorankommst. Ah, ich bin doch ein Esel. Den Egel hätte jetzt auch der andere ziehen können. Na gut. Wenn alles gut geht, wird er ja geheilt. So, ihr habt jetzt noch nicht gemacht. Ja. Du kannst mal wieder auf deinen Baum hüpfen. Ach, jetzt kommen plötzlich die Kaninchen. Zack. Okay, den hier nimmst du auch noch mit. Dann kannst du gleich zweimal... Oh, und hier, das nehmen wir mit. So. Und das ist dann für nächstes Mal. Jetzt haben wir wieder gut Nahrung eingesammelt. Wunderbar. Prima. Ihr seid ein gutes Trio da. Okay. Ich denke, jetzt haben alle gemacht, die machen sollten. Und ich mache dann mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.